Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Metro Exodus hier im DLC von Sam's Story. Wir wollen nach San Diego und brauchen dazu eine Abmachung zwischen dem Captain, der da vorne sitzt, und Tom bzw. seiner rechten Hand, Klim. Aber diese Abmachung wird wohl so schnell nicht zustande kommen, denn wir haben jetzt einen feindlichen Sniper, einen feindlichen Scharfschützen, der irgendwo von da drüben auf uns schießt. Die große Frage ist natürlich, woher stammt dieser Sniper? Ist das ein Bandit? Rächt er gerade die, die wir erledigt haben, dort hinten beim Kino bzw. Theater, Museum, was auch immer das für ein Gebäude war? Oder stammt er tatsächlich von Tom und Klim und will uns jetzt beide hier erledigen? Das wissen wir nicht. Keine Ahnung, wir müssen mal gucken, ob wir den irgendwie sehen können. Ich kann aber leider meine Binoculars gerade nicht auspacken. Funktioniert das? Wo ist er? Ich habe ihn gerade noch gesehen. Da. Wenn wir jetzt das Scharfschützenscope hätten, dann würden wir den jetzt schon wegballern können. Naja. So, was gibt's hier? Außer nix? Nix. Alles klar. Na gut, dann gucken wir mal. Ist das jetzt Nachtsicht? Das ist irgendwie nicht Nachtsicht. Ich sehe hier keinen großen Unterschied. Müssen wir das auch erstmal aufladen oder wie? Ah, das müssen wir auch erstmal aufladen. So funktioniert das. Alles klar. Ich wollte schon sagen, irgendwie nachtsichtmäßig schaut das jetzt nicht unbedingt aus. Aber ich will hier nicht immer wieder mit der Taschenlampe rumrennen. Da sehen wir nämlich dann überhaupt nichts mehr. Oh, guck mal da oben. Na gut, hier sehen wir auch erstaunlich wenig. Eieieiei. Neben dem Kinderbett gestorben. Na gut, gucken wir mal ein bisschen, was wir hier so finden können. Da gibt es bestimmt einiges Interessantes, wie zum Beispiel ein Medikit. Das freut mich schon mal sehr. Und da sind wir in der Küche, die wir gerade eben von außen gesehen haben. Sehr schön, da gibt es echt einiges in der Bude. Cool. So, was ist das hier? Eine Jacke von einem Polizeibeamten? Naja, weiß ich nicht genau. Vielleicht auch eher von einem Regierungsbeamten, kann ich mir eher vorstellen. So, ich würde hier gerne ein bisschen leiser vorgehen. Irgendwer muss es machen. Ah! Es ist Korsch am Funkgerät. Na, guck mal einer an. Von dem haben wir schon die ein oder andere Notiz bekommen. Früher mal. Cool. Also in unseren Tagebüchern, meine ich. Na, schau mal einer an, mit wem wir es hier zu tun haben. So, hier in der komplett überschwemmten Wohnung gibt es sonst nicht mehr so viel. Ha, nicht übel. Was für ein verdammtes Geräusch war das? Hä? Meinst du dieses Piepsen? Ich gehe noch mal ein bisschen weiter raus. Ah, scheiße, der Sniper hat uns. Oh, scheiß mich an. Okay, die kamen ein bisschen zu früh. Ich wollte nämlich gerade umrunden, habe mir gedacht, super, das klappt bestimmt urgut von da draußen. Aber dass der Sniper da drüben natürlich hockt, das habe ich nicht mehr im Sinn gehabt. Scheiße. Weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Wie schön er da drin mittlerweile.
Ich glaube ja, es hört sich zumindest sehr danach an. Was ist da hinten für eine Zeichnung? Das gibt's ja nicht. Dreimal geschossen und nichts hat funktioniert. Huch, wo sind wir denn hier? Achso, da war ja die Bude von gerade eben. Hoppla. Boah, alter Falter. Mit einer Schrotladung direkt in die Fresse. Alter Falter, okay, die haben's drauf. Das sind definitiv nicht so einfache Banditen wie auf der anderen Seite. Die wissen, was sie zu tun haben. Alter, wo kommen die denn immer her so schnell? Ich glaube, weißt du, was wir mal machen sollten? Wir sollten vielleicht mal schießen, dass die auf uns aufmerksam werden. Das wäre eine gute Idee. Und uns dann wieder zurückziehen, dass die quasi in unsere Richtung kommen, dort, wo wir sie haben möchten. Hey Leute, wer ist hier? Da ist der Scheißkerl! So. Und dann lassen wir sie mal hier. Au. Boah, der hat's wirklich drauf. Vor allem der mit der Schrotflinte, der hat einiges drauf. Der, boah. Also vor den müssen wir uns in Acht nehmen. Ich weiß nicht genau, wo der mal herkommt. Er ist so gut wie tot. Ja, ja, ich bin ja schon fünfmal gestorben gerade. Nanü? Ich zieh dich aus deinem Loch und schneid dich in Streifen. Scheiße. Das gibt's ja nicht. Der blöde Wichser mit seiner Schrotflinte. Das ist unglaublich, was der drauf hat. Krass. Ich kann nur sagen, krass. Eigentlich hatte ich vorher gar nicht zu sterben, aber das scheint nicht so ganz zu funktionieren. So, vielleicht war das ja der mit der Schrotflinte. Nee, der ist da oben. Das war der mit der Schrotflinte. Red man nochmal drüber. So, und jetzt können wir uns zumindest mal ein bisschen umschauen. Das war ja viel, 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 viel leichter, als ich eigentlich gedacht habe. Man muss halt nur die richtige Herangehensweise finden. Und das einzige Blöde... Huch, wo kommen wir denn da wieder hin? Das einzige Blöde... Wir haben den Sniper da drüben immer noch rumsitzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau. Wie wir den dort wegkriegen sollen. Krass, 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 kann man da nur sagen. Gut, der muss eh nachladen. Alles klar.
So, was gibt's hier hinten? Was ist das denn hier? Für eine komische Zunge. Bäh. So, gucken wir mal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Aha. Oh, wieder so ein Kassettenspielgerät mit demselben amerikanischen Film von gerade eben. Mit der Freundschaft zwischen den zwei Städten, Vladivostok und San Diego. Cool. Nur können wir den Film leider nicht sehen. Gut, wir haben ihn ja schon mal gesehen. Das Skelett sieht auch cool aus da hinten. Mhm. Ist die Frage, irgendwo hier gibt es auch wieder ein bisschen was zu sammeln. Aber es ist halt die große Frage, wo? Ich halte mal ein bisschen die Augen offen. Es hieß nämlich, wir sollen das Nachtsichtgerät benutzen, um diese Farbe an der Wand zu sehen. Aber wo ist denn diese Farbe an der Wand? Hier beim Aufzug? Denke ich eher nicht. Und ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn wir jetzt schon nach oben klettern. Guck mal, da ist eine Markierung. Und die sieht man tatsächlich so, aber überhaupt nicht. Na, das musst du halt erstmal wissen, dass man hier raufkommen kann. Interessant, da haben die anscheinend eine Farbe gewählt, die man tatsächlich nur sehen kann, wenn man das Nachtsichtgerät auf hat. Cool. Und da müssen wir auch noch durch. Na, das ist ja interessant. Also diese Verstecke sind wirklich, wirklich gut gewählt. Das ist alles andere als offensichtlich zu sehen. Und wenn wir das letzte gefunden hätten, dann hätten wir jetzt eben auch den großen Vorteil, dass wir den Sniper wahrscheinlich schon längst da hinten eliminieren könnten, weil wir eben das richtige Scope dabei hätten. So. Alles klar. Ich denke, das sieht gut aus. Ich werde mal ganz kurz ein bisschen nochmal hier neu laden. Also, aufladen meint natürlich, nicht neu laden. Von unserer Taschenlampe, damit wir auch ein bisschen mal sehen. Ui, hier ist ja die Pilze gebunkert bis oben hin. Cool. Und es gibt irrsinnig viel Munition hier. Krass. Super, 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 super. Natürlich findet man diesen riesigen Boxen, man sieht ja gerade mal 3 Schuss und einen Schuss hiervon und einen Schuss davon. Also nicht wirklich viel, aber nichtsdestotrotz. Ich bin schon sehr froh, dass wir hier überhaupt so viel Zeug finden. War das jetzt richtig? Ich hoffe's. So, dann können wir nämlich weitergehen. Ja, das musst du halt auch erstmal wissen, dass man da hinten durchkommt. Natürlich, mit Nachtsichtgerät sieht man die Pfeile. Ohne Nachtsichtgerät ist Arsch. Alles klar, wir wissen, wo es weitergeht. Und zwar irgendwo hier hinten. Da hatten wir, glaube ich, genau eine Leiter nach oben. So. Gucken wir mal. Na toll. Ich wollte gerade sagen, der Sniper sieht uns bestimmt. Achtung, da gibt es das nächste Leseobjekt. Und zwar eine Notiz von Korsch. Ist das vielleicht der Sniper, der hier gerade auf uns schießt? Leute, diesen Monat müssen wir mindestens 50 Fässer Öl mehr produzieren als letzten Monat. Ich habe mit den Jungs von der Feuerwache gesprochen. Die werden uns Krüppel der Spitzenklasse verkaufen, die darauf abgerichtet sind, Fische zu fangen. Und gebrandmarkt sind sie auch. Kosten 5 Fässer pro Kopf. Das ist ein Schnäppchen. Über Köder müssen wir uns dann keine Sorgen mehr machen. Man muss nur eine Granate in die Suppe werfen und einen Krüppel zum Einsammeln der Fische schicken. Und in der Nacht bekommt man Schrimps in Hülle und Fülle. Ab heute schieben wir rund um die Uhr Dienst. Nachts machen wir Lampenmann, um die Schrimps anzulocken. Aus denen können wir tagsüber Öl gewinnen. So nutzen wir unsere Fallen optimal. Denkt gar nicht erst daran, nachts zu schlafen. Ich überwache euch alle persönlich, schreibt Korsch. Und Korsch ist anscheinend einer, der versucht, die Mutanten, einerseits die, Humanimals, wir haben wir sie genannt, die Zombies, glaube ich, also die Krüppel, hier werden sie Krüppel genannt, aber ihr wisst ja ganz genau, das sind nämlich die, die vom Boden aufstehen, gegen die wir die ganze Zeit schon gekämpft haben, das sind diese Zombies, wo wir gesagt haben, das waren eigentlich mal Tote und sind jetzt wieder Menschen, und die sind anscheinend auch dazu da, um Fische zu fangen, um Schrimps zu töten und so weiter und so fort. Das heißt, er nutzt die Mutanten, um Mutanten
gegen Mutanten kämpfen zu lassen. Und nachdem anscheinend die Krüppel, die Zombies, ziemlich viel drauf haben, kann man die auch in der Fischerei einsetzen. Interessante Herangehensweise. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist das hier? Okay, ich glaube, da ist nur mal ein bisschen was von der Wand abgebröckelt. Ja, das ist er. Das ist Korsch. Das ist Korsch. Wir haben ihn. Da drüben haben wir ihn. Zumindest mal getroffen. Er ist noch nicht tot, aber wir haben ihn zumindest. Wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und ich glaube, wir kommen da auch nicht ganz anders drum rum. Wir müssen gegen den kämpfen. Das ist nämlich der Weg, der uns hier weiterführt. Und möglicherweise müssen wir bis zu seinem Haus. Es gibt hier sonst nämlich nichts zu tun. Wir würden hier nur wieder nach unten kommen. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich unseren Weg nach da drüben bahnen. Das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Wir müssen zum Sniper. Schnell, 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 schnell. Wie wär's mit etwas Hilfe? Hier ist so ein Irrer, den schaff ich nicht allein. Keine Sorge, wir machen den Scheißer kalt. Da ist der Scheißkerl. Da ist übrigens ein Schrimp da drin. Hier, ein Geschenk von mir. Ich weiß nicht genau, ob wir den Schrimp da irgendwie rausschießen können. Da ist der Schweinehund! Au. Und wie uns ja auch noch Schaden zufügen mit der Pistole, selbst auf diese Reichweite. Sie haben ihn erwischt! Noch einer. Keine Muni. Töte 300 menschliche Gegner, aber hier? Im ganzen Spiel oder nur in dem DLC? Ich vermute mal, im ganzen Spiel haben wir 300 Gegner getötet. Krass. Auch schon eine ganze Menge. Ich weiß nicht genau, ob wir das Schrimp hätten befreien können. Oder den Schrimp, wie sagt man denn dazu? Das Schrimp, den Schrimp? Den Schrimp, denke ich. Weiß ich nicht genau. Ich will da jetzt gar nicht hier lang rumtun, sonst schießt der Sniper wieder auf mich. Und anscheinend werden hier ja einige von denen noch gefangen. Guck mal einer an. Holla die Waldfee. Da werden die Schrimps gefangen. In diesen kleinen Gefängnissen, sag ich mal. Mit diesen kleinen Netzen. Warte mal, da drüben kommen wir ja auch noch irgendwo hin. Ich habe nämlich hier noch ein bisschen Ausschau gehalten, ob wir da möglicherweise ein bisschen was finden. Gibt's schon Munition? Immer noch nix. Zwecks Materialien oder sowas. Hier fangen die Schrimps. In diesen kleinen Käfigen, die hier noch ein bisschen an der Wasseroberfläche treiben. Wegen den Dingern hier. Die halten sie quasi an der Wasseroberfläche. Und wenn dann ein Schrimp drin ist, landet er irgendwann mal dort. Und stirbt dann vermutlich. Weil er austrocknet oder sowas, kann ich mir gut vorstellen. So, nehmen wir nochmal das ganze Zeug hier mit, was hier so rumliegt. Leider Gottes auch hier keine Munition. Da sieht man die Dinger. Clever, clever, clever. Also die haben sich schon gewusst zu helfen, auf jeden Fall. Und die haben genau gewusst, was die Mutanten drauf haben und was nicht. Krass. Und die Schrimps springen gern drauf an. Ich lasse den natürlich leben, ich will den jetzt nicht umbringen. Vielleicht brauchen wir den zum Schluss selber noch. So, hier sind noch ein paar alte Farbdosen. Vielleicht haben die ja diese ganzen Stashes hier angekritzelt. Mit der komischen Farbe, die man nur im Nachtsichtgerät sieht. Haben wir schon Munition? Oder immer noch nix? Immer noch nix. Scheiße. Na gut, gucken wir mal. Such den Dreck, Leute, sonst greife ich euch den Arsch auf.
Und den großen Vorteil, den wir haben. Ach, du hast ein Tischbein. Ich dachte, da liegen Granaten rum. Stuhlbeine. Den großen Vorteil, den wir haben. Wir haben jetzt eine schallgedämpfte Waffe. Hey, hast du die Tür abgeschlossen? Natürlich habe ich das. Hast du sie verbarrikadiert? Nein, warum genau? Warum? Weil du nicht vor, dass der Mistkerl reinkommt. Deshalb. Ah, er kommt sowieso nicht rein. Das Schloss ist wirklich robust. Mhm. Robust oder nicht, oder ist das im Auge? Verstanden? Ja, verstanden. Gut, hier sind wir mittlerweile in der Küche angekommen und da gibt's ordentlich viel Zeug zum Mitnehmen. Sehr schön. Das freut mich. Ich sehe zwar nicht viel, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt eine Lampe anmachen. So, ich drück mal ganz kurz C. Na gut, die Meldung verschwindet nicht. Ich will jetzt alles andere in den Köder werfen. Übrigens, hier in der Badewanne, das haben sie als kleinen Kühlschrank benutzt. Guck mal, da stehen die Tomaten, die Gurken drin. Auch cool. Okay, die Leiche haben sie entdeckt. Aber sie wissen noch nicht, wo ich bin. Wir werden uns hier definitiv noch ein bisschen umschauen, ganz klar. Wir werden uns hier definitiv noch ein bisschen genauer umschauen, aber das geht natürlich erst dann, wenn wir hier sicher sind. Wenn um uns herum die Feinde herumlaufen, dann haben wir ein bisschen ein Problem. Hoppla. Hey Leute, was ist denn da unten? So. Und ich nehme natürlich gerne mal alle Ressourcen mit, die wir hier so kriegen können. Auch wenn hier in der Küche anscheinend nicht wirklich viel los ist. Wieder ein uralter Kalender, keine Ahnung, warum der da noch hängt. Keiner hier. Auch keiner hier. Ich glaube, ich weiß, warum diese Kalender da hängen. Wegen den hübschen Frauen drauf. Gut, da geht's nicht durch. Kurz mal wieder das Nachtsichtgerät aufsetzen. Ich weiß nicht genau, wo sich die anderen hier alle rumtreiben, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Sind die hier oben? Kommen wir da einfach so durch? Lässt sich nicht öffnen. Ja, warte ab. Ach so, das war ja das robuste Schloss, von dem die geredet haben. Stimmt ja. Das ja ganz schön robust ist, wie man sehen kann. Und ganz ehrlich, das sollten aber selbst die Banditen wissen, oder? Dass wir auf so ein Schloss einfach draufschießen können. Ja, die haben mich. Ich weiß zwar nicht, wie sie mich haben, aber sie haben mich. Haben wir schon Munition? Ja, 24 Schuss. Eieieiei, na gut, gibt's hier irgendwas noch zu looten in diesem Wohnzimmer? Ich glaube nicht. Schöne Wandteppiche haben wir hier. Das Bücherregal ein bisschen versteckt da hinten. Im Fernsehen spielt's eh nichts mehr. Sollen wir hier durch oder sollen wir erstmal da draußen gucken? Nichts drin in der Badewanne.
Aber vielleicht ist hier was. Ja, ich glaube, da hätten wir den vielleicht ablenken können, ein bisschen mit der Schreibmaschine. Tja. Egal. Ah, und hier sind wir hier wieder, theoretisch. Alles klar, da unten bei der Leiche. So wird eine Runde draus. Was ist das hier? Achso, da wurde eine Spinne erledigt. Auf einem Teddy. Na ja, gut, Freunde. Wo steckst du, du Schweine? Ich hab keinen Schlüssel. Einen Schlüssel brauchen wir dafür. Leute, was zum Teufel ist das in dem Durchgang? Na gut, hier geht's auch nicht durch. Dann würde ich mal behaupten, wir müssen hier weiter. Es wird wohl keinen anderen Weg geben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die wissen doch noch nicht so ganz, wo ich bin. Nachdem die immer noch so ein bisschen rumspazieren, das Miststück versteckt sich hier, dann hätten sie ja schon lang geschossen, wenn sie wüssten, wo ich bin. Guck mal, da könnte man wieder spielen, aber das mache ich jetzt mal mit Absicht nicht. Das wäre nämlich, glaube ich, ein bisschen auffällig, wenn wir jetzt plötzlich mit dem Klavierspielen anfangen, wenn hier nur ein Klavier steht. Sonst gibt's hier nichts. So, dann über den Heizkörper mal hier rüber. Sobald ich dich sehe, du Schweinchen, bist du tot. Und so viele können ja jetzt nicht mehr übrig sein, oder? Kurz mal wieder Nachtsichtgerät an, sicher ist sicher. Hey Leute, wir müssen den Schweinehund finden, bevor er uns abhaut. Waren das wir? Okay, da wurde gepennt anscheinend in dem Raum. Gesoffen auch, und zwar definitiv nicht wenig. Okay, wir müssen das kurz mal aufladen. Ich glaube, das heißt, dass bald die Lampe leer ist. So, und dann machen wir kurz mal die Tür auf. Einfach nur, damit wir schon mal für später einen Ausweg haben. Da sind wir nämlich wieder im Klavierraum von gerade eben. Super, super, super. Und dann machen wir hier auch gleich mal auf. Die haben ja nicht mal damit gerechnet, dass wir es überhaupt bis hierher schaffen. So. Geht's da jetzt eigentlich noch weiter oder wo würden wir denn hier rauskommen? Ich glaube, da kommen wir wieder in dem Hauptraum raus. Kann das sein? Genau, da wo wir keinen Schlüssel haben. Alles klar. Das heißt, die Türen haben wir geöffnet. Die Wohnung hätten wir erkundet. Wir müssen aber wohl wieder da oben weiter. Verdammt, ich gehe in Deckung. Na gut, da treiben sich doch noch ein paar rum. Schränke alle leer. Verdammt nochmal. Und der nächste weg. Ich komme hier vor wie bei irgendeinem Sondereinsatzkommando. Wir gehen Wohnung für Wohnung durch und töten die Terroristen oder sowas beispielsweise. So, auch die nächste Küche scheint ziemlich leer zu sein, bis auf das kleine Lämpchen, das wir hier anzünden könnten. Shit. Leute, wir kriegen Messers auf den Arsch! Wir haben ihn erwischt! Na, dann können wir ja mal normal gucken. So, dann wissen die ja jetzt, dass ich da bin. Alles klar. Was gibt's hier? Nix. Das Lämpchen können wir ausmachen. Hier ein kleines Bötchen. Süß, sehr schön. Ein alter Bürostuhl und natürlich mächtig was zum Saufen. Also wenn die nichts zum Schießen haben, dann haben sie wohl nur was zum Saufen. Das ist der Tagesablauf. Ja, und hier ist der Lift. Alles klar. So. War es das jetzt schon oder kommt da noch was? Hört sich ruhig an. Niemand redet mehr. Aber haben wir den Sniper jetzt auch schon erledigt? Lecker Schmecker, das sieht aber gut aus. Haben wir den Sniper jetzt auch schon erledigt oder eher noch nicht so ganz? Hoppla. Da wurde gekocht. Alter, was hier zum Saufen rumsteht, das ist ja unglaublich. Haben die den ganzen Tag nur gesoffen? Dann wundert es mich nicht, dass die nicht treffen. Zumindest die hier. Die anderen waren ja schon ganz gut dabei, vor allem der mit der Schrotflinte. So,
Okay, die Deko-Objekte sind immer wieder die gleichen. Ich find's auch süß, dass tatsächlich die Metro-Bücher hier drin stehen. Auf den Büchern basiert das Spiel ja. Metro 2033, Metro 2034 haben wir hier. Das finde ich cool, dass die tatsächlich hier in die Bücherregale eingefügt wurden. Auch wenn das natürlich gar nicht sein kann, denn Metro 2033, gut, ist die Frage, wann das erschienen ist. Aber wahrscheinlich hat dann schon der Krieg getobt. Also es kann nicht sein, dass das schon jemand... Naja, wer weiß, wann das erschienen ist tatsächlich. Vielleicht ist das 1900 irgendwann rausgekommen. Müsste ich mal googeln. Vielleicht geht es sich noch aus. Aber auf jeden Fall schön, dass hier tatsächlich die Bücher in den Regalen stehen. So, und ich glaube, unseren Sniper-Freund, den finden wir hier. Au. Ruhig, ruhig, Mann. Ich ergeb mich. Schon gut, ich verstehe ja jetzt, dass du es ernst meinst. Ich werde dir auch keine Probleme mehr machen. Das will ich mal hoffen, mein Freund. Entweder wir jagen ihn mit einer Granate hoch oder wir prügeln. Ich glaube, wir entscheiden uns mal für die... Naja, gut, gewalttätig sind beide Methoden, aber vielleicht für die nicht so tödliche Methode. Der kommt hier wahrscheinlich nicht ohne Schläge raus. Sam hier. Scharfschütze erledigt. Gute Arbeit, Sam. Komm zum Gerüst runter. Ich sammle dich dort ein. Ich weiß nicht genau, ob das die richtige Methode war. Toller Fund. Aber zumindest haben wir jetzt das Scharfschützengewehr. Na, guck mal einen an, beziehungsweise das Scharfschützenscope. Super. Hehe. Super, 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 super. Nice. Die wird wohl nicht aufgehen. Ach so, dann noch nicht. Jetzt aber schon. So. Nikakich Problem. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, und ich würde gerne mal gucken, ob wir hier noch irgendwie zurückkommen, ist den einen da draußen gelootet. Bevor wir hier an Bord gehen. Kommen wir noch mal rein. Gut, hier geht's nicht mehr weiter. Aber Munition gibt's hier. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Licht können wir anmachen. Und da ist die Melodie, die ich gesucht habe. Super. Toller Fund. Nice. Lied Nummer 3. Das läuft wie am Schnürchen. Ich freue mich. Sehr schön, dann nutzen wir gleich mal die Werkbank, wenn wir schon mal hier sind. Wir sind ja sicherlich nicht ohne Grund hier reingekommen. Und dann würde ich sagen, Munition brauchen wir. Wir haben irrsinnig viele Materialien gesammelt. 436 und 372, na holla, die Waldfee. Da können wir definitiv mal ein bisschen was herstellen, auch wenn das nur... Achso, das ist Brandmunition, hoppla, das wollte ich gar nicht. Wurscht. Auch ein bisschen was hiervon. Wurfmesser haben wir. Ja, theoretisch ein paar Granaten, Molotovs könnten wir auch mal herstellen, warum auch nicht. Und dann definitiv mal unsere Waffe reinigen, weil die ist komplett am Arsch gewesen gerade. Was haben wir denn hier? Wir haben gerade einen ausgewogenen Schaft drauf und könnten den Scharfschützenschaft nehmen. Der würde die Stabilität etwas verringern, dafür die Genauigkeit erhöhen. Leichter Griff und Schaft, bestmögliches Ruhighalten beim Zielen auf Kosten der verringerten Kontrolle über den Rückstoß. Die perfekte Wahl für Schüsse über große Entfernungen. Legen wir es eigentlich nicht so wirklich zurück. Große Entfernungen mit dem Gerät hier. Halbautomatiksystem. Der lange Lauf und der halbautomatische Verschluss machen aus der Waffe ein Scharfschützengewehr für große Distanzen, bei denen Mündungsgeschwindigkeit und Schaden erheblich erhöht sind. Im Gegenzug ist es schwieriger, schnell mit der Waffe zu zielen und der Rückstoß ist recht stark. Nö, will ich auch nicht unbedingt. Wenn ich ein Scharfschützengewehr habe, dann hole ich mir eins. Dann crafte ich mir nicht eins aus der Semi. Ich bin schon ganz zufrieden mit dem. Und hier hätten wir jetzt das Zieloptik mit sechsfacher Vergrößerung. Auch ein bisschen too much, denke ich. Scharfschützen-Zieloptik ermöglicht ein leichtes Zielen über extrem große Distanzen. Sichtfeld ist jedoch stark eingeschränkt. Ich glaube, wir bleiben mal bei den Sachen, die wir derzeit haben. Aber vielleicht gibt es bei der Pistole ja was Neues, abgesehen von der Reinigung. Und zwar hier unten, statt dem kleinen Magazin, ein erweitertes Magazin. Großes Magazin, das 16 Schuss Munition aufnehmen kann. Es ist auffällig schwer und da unten steht sogar mal 16 drauf. Cool!
wurde sogar auf Details geachtet. Nice. Na gut, Freunde, wir haben noch einiges auf Reserve, das freut mich. Und ich denke, dann könnte man jetzt ganz beruhigt wieder an Bord gehen. Ich frage mich, was Tom und Klim und die anderen sagen werden, wenn wir ohne Boot zurückkommen. Wenn wir überhaupt zurückkommen, das ist die ganz andere Frage. Aber jetzt sind wir mal auf jeden Fall ganz gut mit dem Captain. Hey Ed. Wir hören uns mal beide Seiten an. Das sind die Banditen, von denen ich erzählt habe. Sie kamen her, um unsere Siedlung am Dock auszurauben. Das hat aber nicht ganz geklappt. Ich gebe es zwar nicht gern zu, aber dieser Mistkerl Tom hat die Verteidigung gut aufgebaut. Diese Idioten haben mit ihren Überfällen längst aufgehört. Vor ein paar Jahren starteten sie ihren letzten Versuch. Klim erteilte ihnen eine Lektion. Die waren so verschreckt, dass sie nicht mal die Leichen abnahmen, die er überall in den Ruinen aufgehängt hatte. Sie konnten keine Überfälle machen und auch nirgends hingehen. Deshalb stellen sie jetzt Fallen. Sie fangen in den Ruinen Mutanten, diese Menschenartigen. Die Dinger sind dumm und durchtrieben, aber stark. Gut, um Karren zu ziehen oder Boote über den Fluss zu schippern. Sie drehen die Räder und so. Sie essen auch nicht viel. Wenn man sie einsetzt, spart man also auch noch Treibstoff. Die Banditen fangen sie also, richten sie ein bisschen ab und verkaufen sie dann an Händler. Die kommen wiederum ein paar Mal pro Monat aus dem Süden. Sie bezahlen mit Waffen, Munition, Reis, alles, was man für das Leben in der Wildnis braucht. Sie besuchen auch die Siedlung, kaufen hauptsächlich reparierte Generatoren, Motoren und andere Maschinen. Immerhin sind unsere Wartungsspezialisten wahre Zauberkünstler. Und getrockneten Fisch. Das wäre also in etwa die Wirtschaft in dieser Region. Und warum schießen die Fallenstelle auf uns? Die haben die Stadt unter sich aufgeteilt. Es gab viele Kämpfe, um die Grenzen zu definieren. Und jetzt eröffnen sie das Feuer auf jeden, der nicht die richtigen Abzeichen hat. Verstehe. Revierkämpfe, die urzeitliche Variante. In Ordnung, ganz wir genau. Sind da, Sam. Lass uns anlegen, dann zeige ich dir meine Ersatzbasis. Cool. Also, erzählst du mir jetzt, worum es in Toms Angebot geht? Ganz einfach. Er bietet an, dir die Siedlung und alle zu überlassen, die ihm nicht folgen wollen. Wie großzügig. Und was will er dafür? Er möchte, dass du Brennstäbe für das U-Boot besorgst. Der nächste Sturm. Komm rein, Sam. Keine Sorge, der Lift ist in Ordnung. Meine Freunde und ich haben die Basis gründlich vorbereitet. Auf dem Dach steht ein Generator. Die Treppe ist nur ein Notausgang. In den unteren Etagen sind zu viele Koppel. Daher ist der Lift kein Luxus. Man muss nur den Generator am Laufen halten. Also, sind die Jungs damals immerhin nicht erwischt worden. Oder haben jedenfalls nicht geredet. Welche Jungs? Als Tom sein wahres Gesicht zeigte, beschlossen meine engsten Freunde und ich, das U-Boot aufzutanken und in See zu stechen. Der Plan war geheim. Eingeweiht waren nur Alex, mein Stellvertreter Alex II, der Torpedooffizier, und Valodia, der Versorgungsoffizier. Sie zogen los, das Feld zu erkunden und blieben 2 Wochen in Kontakt. Sie fanden den Brennstoff und wir machten aus, dass wir sie in der Nacht abholen würden. Aber wir trafen dort auf Klims Leute. Ich konnte gerade so entkommen. Wurden sie gefangen? Das weiß ich nicht. Es war aber sicherlich kein Zufall, dass wir dort auf Klims Leute trafen. Ja. Und da wären wir. Komm rein, Sam. Cool. Fühl dich wie zu Hause, Sam. Ruh dich aus. Draußen stürmt es sowieso gerade. Cool, 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 kann man dann nur sagen. Und der geht hier nach Hause wie nach einem schweren Arbeitstag. Ich meine, ganz ehrlich, das hier...
Da braucht er nicht die Tür verriegeln, da muss man einfach nur die Bretter hier irgendwie wegbringen und man ist trotzdem in der Wohnung drin, also das hat jetzt nicht so viel Sinn. Aber cool, was sich der hier aufgebaut hat, also man sieht schon, es ist definitiv nicht alles so, wie Tom und Clem uns da sagen wollten. Da gab es nämlich damals diese Kämpfe, einerseits zwischen ihnen, andererseits mit den Banditen. Die Banditen haben sich dann irgendwann mal rausgehalten und jetzt schießen sie eben auf jeden, der nicht zu ihnen dazu gehört, sondern entweder zu Clems Leuten oder zu Toms Leuten eben, also dieser Gruppierung oder auch den Leuten des Kapitäns, weil der ist anscheinend auch nicht alleine unterwegs, so wie es aussieht. Tja, und früher waren sie ein Team, haben gegen die Banditen gekämpft, dann hat er wohl irgendwie den Braten gerochen, der lieber Kapitän, und wollte in See stechen mit dem Atom-U-Boot und gerade zufälligerweise, als er das machen wollte, war dann Clem mit seinen Leuten hier, hat die andere Mannschaft ermordet und nur er konnte irgendwie entfliehen. Jetzt ist natürlich die Frage, er wurde damals schon einmal verarscht. Warum sollte er jetzt nicht ein zweites Mal verarscht werden, wenn wir ihm ein komisches Angebot unterbreiten, das dann möglicherweise eine ganz andere Richtung einschlägt, eine Richtung, die wir selbst gar nicht haben wollten? Das wäre eine gute Frage. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir werden uns in der nächsten Folge hier nochmal ein bisschen genauer in seiner Wohnung umschauen und vielleicht auch noch das ein oder andere Gespräch mit ihm führen. Und dann machen wir weiter hier in Sam's Story, einem DLC, das anscheinend wirklich lange geht, so wie es aussieht. Wir sind nämlich immer noch mitten drin, haben gerade mal, wenn man das Ganze in Kapitel unterteilt, ein Drittel vom Spiel abgeschlossen. Also Kapitel 1 wäre somit erledigt. Da kommt noch einiges auf uns zu, liebe Freunde. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und bis dahin, tschüss!